Jens Lehmann vom Tor in diesen Paddelkäfig. Wie hat es dir heute Spaß gemacht? Ja, gut. Also es hat viel Spaß gemacht, weil ich natürlich auch Glück hatte, dass ich immer die richtigen Partner hatte. Zuerst meinen Sohn Lasse und dann die Denise, die Nummer 1 in Deutschland. Ja? Du musst einmal ganz kurz erzählen. Also Jens hat heute gewonnen. Du bist Sieger geworden. Sehr bescheiden hier immer noch. Mit deinem Sohn zu spielen und dann mit einem Profi-Paddelspieler zu spielen, wie ist da der Unterschied? Der Spaß ist wahrscheinlich immer der gleiche, oder? Der Spaß ist der gleiche, aber bei meinem Sohn reden wir gegenseitig. Mach dies, mach das. Und mein Gott, streng dich an. Ja, aber bei Denise ist es so, dass ich stillhalte und sie sagt mir nur, was ich machen soll. Kannst du das? Ja. Ja, geht das. Ich bin ein guter Zuhörer. Was hat sie dir für Tipps gegeben? Geh nach vorne, steh, ich spiel dahin, du gehst dahin. Keine Ahnung, komm, lass, geh, was weiß ich. Aber hat Spaß gemacht. Ja. Wenn ich dich frage, Paddel ist für mich, dann ist deine Antwort? Paddel ist für mich für sehr viel Spaß. Wenn ich wirklich was tun will, dann bevorzuge ich Tennis. Dann laufe ich ein bisschen mehr oder ich spiele Fußball. Hier Paddel City, coole Anlage. Heute auch noch Wiesn-Event gewesen, draußen ein bisschen mit Brezen und bayerischem Essen. Wie hat es dir gefallen hier? Was hast du alles erlebt? Sehr schön. Die Anlage ist zentral gelegen. Ist gut erreichbar. Eine tolle Anlage, auch so ein bisschen funky hier mit den Bannern und so. Ja. Muss man sich erst dran gewöhnen, auch mit dem Licht und allem. Wenn man so ruhige Plätze draußen spielt, das ist was anderes. Aber es macht sehr viel Spaß hier. Also wir kommen bestimmt wieder. Wann spielen wir das nächste Mal? Wenn du Lust hast. Ich habe gesehen, du bist eine super Tennisspielerin. Ich würde natürlich auch gerne Tennis spielen. Machen aber wir. Hier spielen wir auch. Machen wir, danke dir. Okay.